Hallo ihr Lieben, heute repariere ich ein im Ellenbogen zerrissenes Jäckchen. Das Jäckchen glatt mit der beschädigten Seite nach oben auf einen Tisch legen. Schulter, Achsel und Armelnaht liegen ganz flach auf dem Tisch. Nun wird der Armel über dem Loch abgeschnitten. Zeichne zuerst eine Linie senkrecht zur Armellänge. Die Linie soll weit über der beschädigten Stelle verlaufen. Schneide nun das ramponierte Teil ab. Binde beide Ärmelhochpunkte zusammen. Falte das Jäckchen mittig so ein, dass der linke und der rechte Ärmel genau aufeinander liegen. Markiere die Schnittpunkte auf dem ganzen Ärmel. Verbinde die Punkte mit einer Gerade und schneide entlang der Linie den zweiten Ärmel ab. Dann trenne an der Naht eines der abgeschnittenen Teile auf. Dies ist dein Schnittmuster. Hole ein passendes Stück Stoff und lege es doppelt umgeschlagen auf deinen Tisch. Der Stoffbruch ist parallel zum Fadenlauf. Lege dein Schnittmuster mit der Schnittkante in einem Abstand von 2 cm zum Stoffrand auf. Zeichne das Schnittmuster mit Kreide ab. Gib an dem Saum noch 4 cm extra. Schneide mit einem Zentimeter Nahtzugabe den Ärmelteil aus. Säubere die Schnittkanten mit einem Zickzackstich. Falte das Teil in der Mitte und fixiere den Rand mit ein paar Klemmerchen. Steppe mit einem Zentimeter Abstand entlang Kante ab. Falte 2 cm des unteren Randes zweimal nach innen. Fixiere den Saum mit Klemmerchen. Steppe den Saum mit einem Abstand von 1,5 cm zum Rand ab. Benutze dabei eine Markierung mit Klebeband. Drehe deine Jacke auf links und das anzusetzende Teil aber auf rechts rum. Nun schiebe das Teil vom Innen in der Ärmelstummel der Jacke ein. Fixiere jetzt beide Teile rechts auf rechts zusammen. Die Nähte sollen jeweils ineinander übergehen. Steppe die Teile fest zusammen. Säubere die Naht mit einem Zickzackstich. Steppe entlang der neuen Naht, um sie dekorativ hervorzuheben und zu stabilisieren. Das Jäckchen sieht nur echt toll aus und passt wieder. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.